Weißt du was? Ich schieße in die Dunkelheit. Okay. Oder gehen. Kannst du auf jemanden schießen, von dem du überhaupt keinen Plan hast, wo er ist? Weil im Grunde schießen sie dann ja auf gut Glück ins Finstere hinein. Ja, in die Dunkelheit rein. Also wenn da ein Ball aus Dunkelheit rauskommt, die haben in Yol'Gurmak genug Hashtots gesehen. Die wissen zwar nicht, wo er ist, aber die können halt trotzdem versuchen, in die Mitte zu zielen. Ja, okay. Das ist besser, als wenn sie dann auf dich schießen, sobald du aus dem Ball rauskommst. Ja. Ja, lass los. Ja, Moment. Lass los! Nein, niemals! Sorry. Ach, das ist hier. Ja, dann, wie gesagt, kreist die gleich ein, dann kommen die nämlich mit. Mhm. Dann kommen jetzt erstmal die Schüsse von oben, das sind wie gesagt Arbalonen. Zwei Schüsse habe ich. Drei ist auf alle Fälle getroffen, die 14 mit der Dunkelheit nicht. Die Frage ist, wen treffen sie von uns vielen? Sie haben auf den Kreis in der Mitte gezielt. Ja doch, ihr seid im Getümmel, ne? Das sind vier Leute. Wird das bestimmt? In einem W4, also ist random komplett. Ist es wirklich in W4? Ist es wirklich so einfach? Es steht nur, es wird ein zufälliger Teilnehmer getroffen. Ja, dann die 1 bist du. Ich an die Verteilung so okay. Die 2, wer ist die 2? Der Depeschenreiter, Prei oder ein Schnitter? Kriegt jetzt 3W6 plus 8 ins Gesicht, ne? Kann das sein? Kommt dieses Plus 6. Plus 6. 3W6 plus 6, ja. 17. Es sind nur 17 in den Rücken. Das sind ja nur 3 Runden. Tut gehörig weh. Er würfelt mal eine Selbstüberraschungsprobe, 12 zu 12. Sind das 3 Wunden? Weil 3 Wunden sind automatische Bewusstlosigkeit. Nee, 3 Wunden sind das nicht. Einer 17? Brauche ich eine Entscheidung? Ist das eine Bolzen oder eine Kugel? Also, Moment, das können wir uns jetzt tatsächlich nochmal angucken. Er hat eine Konstitution von 12. Das ist eine Wundschwelle von 6. Das ist die erste Wunde. Dann hat er. Nee, gar nicht. Wundschwelle wird gesenkt, auch bei einer Abalone. Ein Treffer mit einer Abalone kann den Getroffenen niederwerfen. Zudem verursacht er automatisch eine Wunde, sobald der K.O. Hälfte Schaden bekommt. Das macht keinen. Senkt nicht die Wundschwelle. Welche Distanz ist das für die Jungs? Die schießen, das kannst du ja selber ausrechnen, die sitzen im Dachgeschoss. Das sind 1, 2, 3, sind 9 Meter, 12 Meter. Nach unten, Steilschuss nach unten. Die Entfernung sind 13 Meter nach unten. Okay, jetzt haben wir 13 Quadrat plus 12 Quadrat, die Wurzel daraus. Du musst jetzt hier nicht mit Pythagoras anfangen. Du sagst, das kannst du ausrechnen, jetzt mach ich. Dann sind es halt 20 Meter oder so. Ja, okay, weil in dem Fall kriegen die Jungs nämlich noch plus 2 rum drauf. So, also die erste Wunde ist bei einer 6, die zweite Wunde ist bei einer 12 und die nächste Wunde ist dann bei einer 18. Und die kriegen eine plus 2? Ja, auf Distanzen von 15 bis 30 Meter gibt es plus 2 TP. Dann gib mir mal eine Trefferzone. Hast du nicht gerade Rücken gesagt? Ja, gucken wir uns mal an, wo Rücken. Also von hinten in das Bein, was dann wegsplittert. Weil 3 Wunden. 4 tatsächlich. 4? Eine zusätzlich automatisch Wunde. Nee. Achso, nee, automatisch. Du darfst nicht ins Arsenal lesen. Im Arsenal sind DSA 4 Ringe. Achso, ja gut. Nee, dann er macht ganz normal. Ups. Es sind nur 3 Wunden. Also es ist halt nicht irreparabel zerstört, sondern es sind halt nur 3 Wunden. Er bricht halt einfach zusammen und bleibt liegen. Und hat Boltax in der nächsten Aktion dann eine Person weniger, um die er sich kümmern muss. So, wir machen nach Boltax. Du hast dich bewegt. Hier hatten wir das dann vorgezogen. Der Famulus ist tot. Und ich könnte noch Iseron angreifen. Das mache ich mal zweimal. Ich ziehe mich vor. Hä? Was? Du hast mich schon angegriffen? Nee, wir sind in der nächsten Kampfrunde. Ich hätte noch meine zweite Aktion, oder? Noch hast du nicht vorgezogen. Also von der letzten Kampfrunde auf jeden Fall. Oder? Hattest du dann? Nee, du hattest keine mehr. Eine Aktion, wo du plötzlich findest. Okay, was hättest du sonst noch gemacht? Entschuldigung? Mich wegbewegt hier raus, irgendwie aus dem. Keine Ahnung, wie weit kann ich mich bewegen? 6 Meter? GR6? Ja, oder? Genau. 2. Dann gebe ich dir trotzdem nochmal einen Passierschlag. Keine gezielte Aktion können die machen, wie gesagt. Ja, Passierschlag ist keine gezielte Aktion. Passierschlag ist für mich eine gezielte Aktion, aber erstmal eine plus 8 und dann nochmal plus dein Blitz. Also ist insgesamt eine 8 plus 7 sind plus 15. Gut. Also mit einer plus 15 können sie sich trotzdem hauen. Gut.
Einer trifft sogar. Das ist Männer plus 15? Ja, doch. Stimmt. Ja, na klar, steht doch dabei, der Modifikator. Sind nur 8. Das ist die Rache für den Battle-Mönch. Ich musste selber auswürfeln. Sekunde. Komm. Der Battle-Mönch? Ja, eine Geschichte. Junge, wir haben dir noch gar nicht von dem Battle-Mönch erzählt. So, dann darfst du dich rausbewegen. Das hast du die ersten 2 Meter hast du gemacht. Dann kannst du noch Geschwindigkeit. Ungefähr bis hier. So, dann darfst du jetzt meinetwegen vorziehen. Weiter vorziehen. Ich wollte eigentlich nur zu dem dahin. Ach so, da, ja, kannst du auch dahin. Gut. muss ich darüber springen? Wenn du jetzt 2 Aktionen hast, dann kannst du das so machen. Ansonsten, ja, also das sind halt, wie viele Meter sind das? 2 Meter, 3 Meter. Du kannst, die Probe hatten wir schon mal, wir auch in den Bergen waren, wie eine Weitsprunglänge ist. Wenn du nicht ungefähr Torgor scheißt, dann kannst du doch auch einfach so rüberspringen. Ich wollte mal mit der Aktion mal beschreiben, ich wollte darüber springen und er kann dann immer noch nicht sehen. Richtig. Und ihn mit einem Tritt sozusagen ins Erdgeschoss befördern. Ja, rauf plus 8. Okay. Beziehungsweise, was heißt plus 8? Er ist blind, also eine minus 8. Gib mir da aber mal eine Niederwerfenprobe. Ne? Also ich gebe dir eine minus 8 für deinen Raufenangriff, aber du musst die niederwerfen. Das heißt? Ja, du musst jetzt in den Raufenregeln nachgucken, was Niederwerfen ist. Sekunde. So Beinfeger. Ich hab gerade hier. Das sind plus 4, das sind die gleichen Regeln wie beim Niederwerfen. Beinarbeit, Eisenarm, Fußfeger ist Raufenattacke ohne. Plus Ansage muss man nicht unbedingt, Fußfeger. Ja, Fußfeger, du solltest dann halt auch sowas wie eine Ansage macht Sinn, weil du dann seine Körperkraft oberschwert. Die also ich gebe dir erstmal eine minus 8. Dann fürs Umtreten ist es dann so oder so eine plus 4. Dann bist du bei einer plus 4, weil minus 8 plus 4 sind 4. Und dann, ja, willst du noch eine Ansage einlegen? Ja, plus minus 0 kann man raufen, also nur plus 4 zusätzlich. Okay, dann hau rein. Warum steht bei mir eigentlich Raufen 13 gerade? Ich habe eigentlich mehr Raufen. Aber egal, gut. Raufen. Zack. Aber mir. Yes! Ist. Bin Salt! Ja, jetzt möchte ich aber. So, also. Du standst hier. Jetzt beschreibst du die Situation. Ja, ich slide sozusagen, also ich renne hier hin, springe über diese Brücke, dieses Loch im Boden, renne weiter, slide dann, indem ich mich über den Boden zu Boden werfe und zu ihm hinschlittere und trete ihn mit einem Fußfeger in die Kniekehle und er segelt mit einem Schrei ins Erdgeschoss. Ja, alles klar. Was ich sonst auch cool finde, wenn du dann hier so an der Wand dich einmal abtrittst und ihm dann von hinten in den Rücken trittst oder so. Aber okay, bist du dann geglitten und dann hast du von hinten in die Knie kehlen. Ja, alles klar, ist halt ein ungezielter Sturz. Er ist blind. Auf die Körperwaschungsprobe verzichte ich mal. Sind 5 TP, ist nicht so viel. Aber er stürzt runter. Damit ist es Freiwild für Rafim. Ja, wir unten wollen, glaube ich, alle vorziehen. Ja. Und ich möchte experimentieren. Ich möchte ihn gezielt stechen. Gezielt stechen? Oh, funktioniert nicht. Dein Kampfstil ist so scheiße. Du kannst doch. Los, hau rein. Ja, ich ziel nochmal. Ich steche nochmal gezielt. Oh. Bist du Lappen? Bleibst du in der Rüstung hängen? Ziehst und rupst. Oh, Carino. Ja, du musst halt den ganzen Blödsinn auch wieder ausgleichen, ne? Wenn du ein gezielter Stich nicht getroffen hast, dann wird er der so oder so nochmal. Ja, das war eben Patzer. Ja, ich glaube, das ist sogar Patzer plus 14. Das ist tatsächlich ein Patzer. Oh, Scheiße. Ja, um einen Punkt. Dann stolperst du, verlierst leider nur Initiative. Ah, Rafim. Leider. Warte mal, ich muss mal eben gesagt gucken. Ich kann ja eigentlich. Wäre doch cool, wenn er jetzt seine Waffe verliert oder so. Wäre Eigentreffer. Den müsste ich doch hier Sturmangriffen können, den Jungen, oder nicht? Ja, wenn du. Ja, klar kannst du den Sturmangriffen. Ja, dann Sturmangriffen. Warte mal, was? Wie ist der Sturmangriff erschwert? Ich benutze den plus nie. Plus 4. Warte mal, kurz. Ja? Der ist noch in meiner Dunkelheitszone. Er ist sowieso blind. Lass das arme Würstchen in Ruhe. Ja, aber er sieht ihn gar nicht runtergefallen. Ah, okay.
Deshalb würde ihn auch nicht Sturm angreifen können. Stimmt. Oh, das, ach so, meinst du das? Ja, ja, sehr gut. Dann kann ich da auch nicht hinlaufen. Dann. Du könntest natürlich auch Abel mir helfen. Oder du rupst halt diese Rundfolge. Na gut, du kannst den Sturm angreifen, während der gerade runterfällt, wenn ihn in der Luft schlagen. würde ich machen. Würde ich machen. Du kannst auch nach oben rennen, dann hilf Abel mir. Nee, wenn ich nicht weiß, dass der Typ da liegt, dann helfe ich jetzt erstmal Isarun. Ja, du weißt doch, dass die anderen da oben sind. Ja, zumindest den Schreihörter aber, oder? Ja, den Schreihörter. Ja, aber wenn der einfach... Ja, komm, dann bring den von Isarun jetzt um. Hau rein. Ja, ein Wuchtschlag. Schritt nach da. Fünfer Wuchtschlag. Gib ihm Yalla. Könntest Isarun auch nicht das Schwarze unterm Fingernagel? Hallo? Ich weiß auch, wie sowas hätte. Hallo? 21. Rafiman sowas. Ja, beschreib die Szene. Ja, Rafim würde von der Seite über die Leiche des schon Getöteten treten und dem von hinten einfach mit voller Wucht seine Bohren sich in den Rücken schlagen, sodass am besten noch auf Isaruns Waffe aufgespießt wird. Dann nickt er einmal. Ja, was sie zu zweit nicht hinbekommen haben und dann diese Mäuschen-Piekser. Ich habe mir das ja hier aufgeschrieben. 2 Schaden, 3 Schaden, 4 Schaden. Isarun hat jetzt die 6 Schaden gemacht. Das ist halt alles nicht hilfreich. Nach einer 5, dann haben wir eine Straße. Gut, dann, Rafim ist fertig. Du kannst noch eine Aktion, Position machen, wenn du willst. Ja, warte mal, dann laufe ich jetzt hier in Abemirs Richtung. Change to object. Warte mal, 8. 8, habe ich überhaupt 8? Ja, ich habe keine Behinderung. Da müsste ich 8 haben, oder? Mhm. Okay. Diese Runde darf sich auch abwenden. Nach oben laufen. Ja. Ja, nee, also was ich machen möchte, ich möchte so weit in diesen Hauptraum hier raustreten, dass ich Sicht auf die beiden Arbalettenschützen habe. Ja. Wie weit müsste ich denn da rausgehen? Bis hier. Oder sagen wir bis hier, an den Schutthaufen ran. Muss nicht ganz so weit reintreten. Ja, aber das sollte ich hinbekommen in einer Aktion. Dann würde ich nämlich in der zweiten direkt mal einen Zauber ansagen. Mhm. Was gibt's? Es gibt einen Blitz. Ah, okay. Was denn sonst? Und kreativ. Den habe ich schon gespürt, du. Den habe ich gespürt, dass er kommt. Bin ich mal gespannt, was oben bei Abel passiert. Ich habe ihn ja runterfallen sehen. Ja. Die anderen beiden stehen an der Wand und fuchteln immer noch. Ja. Ich würde mich abrollen und die Kante von diesem Bruchstückdecke greifen und mich fallen lassen auf diesen Kopf von diesem Baktiro. Da liegt der am Boden hoffentlich. Und voll fallen lassen mit beiden Füßen. Senkrecht nach unten. Ja, ich gebe dir da auch wieder eine Attacke plus 4. Weil er in der Dunkelheit. Ne, es ist eine Attacke plus 8. Eine plus 8. Attacke plus 8, ja. Er liegt in der Dunkelheit. Gut, alle raufen wieder. Quatsch, Mike, aber Quatsch. Sorry. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber... Oh, aber mir! Oh. Junge, wie brutal, ne? Dann Schaden. Gib mir mal Sturzschaden. 3W6 minus 3. Kriegst du auf deinen Schaden drauf. Okay. Und jetzt bitte deinen Raufenschaden. Ja, 20 Trefferpunkte. Ja, dann hau rein, erzähl. Wunderbar gewandt nach, hänge mich an diesen Balken, wie auch immer, lass mich da unten fallen und ins Dunkel fallen und lande auf seinem Rückgrat und ich höre ein wunderbares, volltönendes Knacken. Und danach nichts mehr. Gut, oben wird mit dem Verschanzen begonnen. Ihr könnt sehen, wie Sandsäcke vor einer Treppe stehen. Der andere hat sich da wohl auch verschanzt. Er holt jetzt einen Bogen heraus. Und die anderen Arbalettenschützen von Isarun? Ich sehe noch keinen. Nee, hatte ich auch noch nicht. Darf ich den jetzt? Ja, ich hatte auch schon damit gerechnet, dass du den währenddessen verwirrst. Ah, sorry. Nee, ich wollte nochmal sicher gehen, ob das auch die Magieresistenz 7 wieder war. Nee, der Offizier hat 7, die haben 4. Alles klar. Dann kommt er jetzt. Ja, der ist ziemlich eindeutig durchgegangen. Du kannst den jetzt 20 Inni abziehen. Die dürfen jetzt, glaube ich, nichts mehr machen. Ja. Und aus dem Kampf rausnehmen. Wenn ihr das noch weiter kämpfen wollt.
Dann ist Iserun fertig. Abelmir ist auch fertig. Boltax darf sich, glaube ich, noch bewegen, oder? Ja, genau. Einer darf ich mich noch. Und, beziehungsweise ich würde jetzt eh hier rausführen, wo ich weiß, dass die in Sicherheit sind und ihnen dann sagen, wartet hier. Abelmir, du kannst erkennen, die Dunkelheit wandert von dir weg und es taucht ein angeschossener Prei oder ein Schnitter auf, der auf das geborstene Knie guckt, die Kniescheibe, die von hinten zertrümmert ist. Hält sich sein Fuß. Nächste Kampfrunde. Der Kurzbogen hier oben wurde rausgeholt. Nee, warte mal. Kurzbogen? Ja, doch, Kurzbogen. Die schießt mit Kurzbogen. Und die anderen holen jetzt auch ihre Kurzbögen raus. Bitte vorziehen! Was ist das, was da passiert? Wir fangen sonst bei der 16 an, aber Film davor ziehen. Ich hebe Jalan auf. Gut. Wollt ihr euch aus dem Kampf lösen? Frage. Oder wollt ihr das nicht da hochstürmen und sterben? Wie sieht denn der Offizier noch aus? Tut er noch irgendwas? Nee, der Offizier, da hat Abelmir hat da gerade mächtig in seinen Rücken getreten und die Wirbelsäule sieht sehr ungesund verborgen aus. Ja, nö, dann würde ich sagen, in Murons Reich schicken und sicher gehen, dass da nichts weiteres in dem Gebäude ist. Falls sie irgendwelche Artefakte oder Krempelzeug haben, das man nutzen könnte, nehmen wir natürlich mit. Oben leben noch welche, ne? 3 Stück, also die haben auch noch kurz. So. Und hier leben auch noch welche. Die kommen irgendwann mit dem Blitz. Also ihr könnt jetzt hier alle nehmen und rauslaufen oder wir kämpfen weiter. Das war jetzt das Angebot. Wir können natürlich auch noch ihn hier bergen. Lass die bergen und abhauen, da diese verschatzte Typen anzugreifen, da fressen wir mal mächtig. Ja, sie gehen raus und wenn sie rauskommen, machen sie fertig. Quatsch, mit einem Blitz sind die Würstchen, die machen nichts mehr. Ja, aber sind die alle hier? Hier sind aber mehr Würstchen als Leute. Nee, die drei Fuzzis nicht. Hier sind die fangen jetzt im zweiten Stock fangen die jetzt an mit Kurzbogen oder sonst nach unten zu schießen. Das ist uns die Alternative, die höheren Bieter. Okay, also für den Fall, dass ich die jetzt auch blitze, können wir dann sagen, so, wir machen jetzt hier alles nieder? Und fertig? Wenn du die blitzt, kriegst du auf alle Fälle nochmal 3 Schüsse. Moment. Ja, doch, kriegst du. Ich würfel mal eine Kriegskunstprobe. Ob du die Gefährliche bist. Ja. Ja, du bist ein Pfeil des Lichts. Du kriegst dann 3 Schüsse. Ja, aber die Iserun weiß nicht, ob die treffen, aber die würden auf dich zielen. Ja, aber Iserun ist vorher dran. Iserun zieht vor, drückt den allen 3 Blitz rein und dann können die ja mal versuchen zu schießen. Dann können die nämlich nicht mehr handeln. Dann hau rein. Ich bin halt schon. Okay, wieder 4 Magieresistenz. Die denn gemeinsam blitzen? Die stehen auf verschiedenen Seiten. Das ist egal. Das ist egal. Genau, also ja. Wenn sie sehen können. Okay. Richtig, also von meiner Position aus, ja, würde ich schon sagen. Okay, also. Gut. Ja, dann kriegst du das hin. Dann ist es wieder 3 Ziele, höchster MRS 4. Ich glaube, dann kann Rafim auch nach oben stürmen und. So, tschüss. Tschüss. Dann tschüss. Ich würde mit Jalan auf der Schulter nach oben stürmen und sie umbringen. Und dem Ross. Nee, Mira macht den ersten Kill. Macht jetzt den ersten Kill. Wie groß ist dieser Bär, dass er einen Kill machen kann? Der ist groß wie ein Schäferhund, mein Lieber. Ja, wenn er lange noch auf Grafim, du beschreibst jetzt bitte die Szene, wie Mira aus dem Rucksack entlassen wird. Was passiert? Ja. Also ich stürme hier nach oben, greife Mund auf der einen Schulter, Mira im Rucksack. Ich reime dem einen gerade von hinten das Schwert in den Rücken, da springt Mira aus dem Rucksack, beißt ihm von hinten in die Kehle und reißt ihm ja so eine Luftröhre raus und der stürzt dann hier unten in den Tod. Mira, oh mein Mädchen, oh, ja, komm zu Papa Rafim, oh Papa Rafim ist so stolz auf dich. Aber wir müssen erst noch Leute umbringen. Ich renne unterdessen Rafim hinterher, und, um Jalan irgendwie einen Heiltrank in den Rachen zu schieben, aber er rennt weg. Ich möchte dir umbringen! Mir hat er erst! Und hoffe, dass mein Leid bald vorbei ist. Gut, was möchtest du denn für einen Heiltrank ausgeben, Keras? Einfach D. 3, 4, 6 plus 6. Dann darfst du die 3 mit 2 würfeln. Ich würde das ja selber würfeln wollen, aber ich trau mir heute nicht. Durch den verbrannten Chippy bist du so oder so bei einem Lebenspunkt, die Wunden behältst du aber. Okay. Ja genau, also wenn du den Chippy verbrennst, dann du hältst die Wunden, aber bist irgendwie nach dieser Szene auf einem Lebenspunkt. Ja, ich meine, mit der einen Wunde kann ich leben. Hast du noch eine? Mit dem magischen Heiltrank, der wird dir bestimmt helfen. Vor allem halt der Heiltrank die Wunde. So, hau rein jetzt. Würfel.
Was soll ich machen? Ich will nicht. Ja, ich hab Angst. Kieran, mach du. Na gut. Sonst verschüttet er ihn. Was ein Lappen. Oh, Kieran. Ja! Junge! Junge, Junge, Junge. Krank. Das ist mein Geweihter. Jetzt kommt ein Würfel. Das hätte ich von Damage gebraucht. Das ist eine besondere Zutat drin. Oh, nein, Frosty, nein. Gut, ihr könnt das Gebäude direkt an der Fürst-Helmbrecht-Straße säubern und nach und nach so ausschalten, dass der Rest der Stadt davon nicht erwacht wird, und könnt dann mal nach irgendwelchen Artefakten oder so etwas suchen, was hier im Besitz von denen ist. Habt natürlich dann auch Zivilisten gerettet. Das Bein ist auf alle Fälle verkrüppelt von Priodan Schnitter. Die anderen beiden sind unverletzt. Die hat Boltax also geborgen. Ich überlege mir, was ihr so an Schätzen findet. Währenddessen dürft ihr gerne frei weiterspielen. Priodan, der du bist ein Halbmacher. Oh, mein Herz will. Haben Sie das Vieh gesehen, Raphim? Ja! Er hat's platt gemacht. Au. Ich dachte schon, ihr wärt jetzt wirklich hinüber. Eine verfluchte Treppe hat unter mir nachgegeben. Nächstes Mal. Und dann renne ich hoch. Mit dem Silentium von vorne herein. Und dann steht dieser Dämon auf einmal im Türrahmen. Ihr hättet den sehen sollen. Also, wir haben ihn gesehen. Ja, der liegt da vorne. Achso, was noch über ist. Ich guck mir den Farmlos mal genauer an. Und dreh zur Seite und. Also, du kannst ihn nicht mehr zur Seite drehen, weil er nur noch eine Pfütze ist. Eine Pfütze aus stinkendem Dareischleim. Siehst da wohl noch einige Knochenauswüchse, die ehemals von dem Menschen stammen, der da hineingebunden wurde. Mit einer Dämonologie-Magiekundeprobe, die du jetzt nicht würfeln musst, ich gestehe dir zu, dass du grobes Wissen über einen Famulus dann an dieser Stelle besitzt oder jetzt besitzt an dieser Stelle. Also du bindest tatsächlich einen Darei in einen Menschen und das ist dann das kranke Wesen, das kranke Geschöpf, was dabei rauskommt. Schrecklich. Beschwörst die übrigens mit einer plus 44 Probe. So, ja, dann würfeln wir tatsächlich. Dann doch, komm. Wenn ich das hier gerade mal sehe, dann würfelst du jetzt doch mal. Es ist ein Daimonie, deswegen bei Machinero Form kannst du auch wieder leichter rauskommen. Achso, wir machen die Hälfte, ne? 44 plus 7. 44. 51. 26er Schwernis. Halbe. Genau, ist eine Magiekunde plus 26 und du darfst natürlich plus 2. Double 1 ist immer. Mhm. Also, keine Ahnung. Ich hab das gerade gesehen. Ich hab das gerade gesehen, warum eine 44? Nein. Weil es eine Chimäre ist. Chimären sind immer so hart. Ja, du hast keine Ahnung, was das für ein widerliches Ding ist. Dieser Run, kann ich dich einmal um Hilfe bitten? Natürlich. Womit? Ich wurde zwar nicht getroffen, aber ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, die Wunden von gestern haben sich wieder aufgetan, von diesem Bettlermönch. Wirklich? Lass einmal sehen. Ich glaube, ja. Ja, wenn Kiaras seine Rüstung hochzieht, kannst du erkennen, dass er an den Stellen, wo er von dem vergifteten Schwert getroffen wurde, keine Wunden sich befinden, sondern es sieht so aus, als ob er dort kleine verschränkte Hände hätte. Als ob eine Hand unter seiner Haut sitzt und die Wunde zugreift. Beiden Stellen, eine verschränkte Hand, die nicht zu ihm gehört, die aber wuchert. Ich würde da mal mit meinem Finger drauf pieksen, ob ich da wirklich irgendwie eine knöcherne Veränderung finde oder irgendwie knorpelig, was das ist. Knochen. Handknochen. Das scheint tatsächlich eine Hand zu sein. Großartig. Ja, wir bringen euch wohl besser in den Tempel zurück und schauen uns das einmal an. Ja, besser ist das. Gut, dann also mit den Zivilisten und allen in den Tempel zurück. Achso, warte mal. Wir haben ja noch den Gequetschten. Mhm. Und die Waffe. Ich will die Waffe mitnehmen. Apropos Waffen. Sollten wir nicht lieber erstmal den Menschen und Torbogen herbeiholen? Ihr bleibt hier. Mir geht es noch recht gut. Ich mach das schon. Ich hab garantiert nicht alleine da rausmarschieren lassen. Ja, Raffin kann ja mitkommen. Greifenmund, ihr habt's verpasst, Mira hat ihren ersten bekommen. Ihr habt's verpasst, Greifenmund, ihr habt's verpasst. Ich werde euch nicht alleine mit Raffin da rausmarschieren lassen.
Ich glaube, Isarun kann schon auf sich aufpassen. Ja. Nun gut, wir warten hier und wir warten. Auf jeden Fall. Habt ihr es gesehen, Isarun? Habt ihr gesehen, wie sie zugebissen hat? Und was für ein kräftiger Biss. Oh, sie hat einen ganz schön kräftigen Biss, nicht wahr? Ja, das Blut ist wirklich sehr weit gespritzt. Ich war froh, dass es weit weg von meiner Robe war. Ja, wunderschöner Biss. Oh, ja, da gibt's gleich noch eine extra Ration. Achso, aber sie hat diese nicht aufgegessen, diese Leute? Nein. Wir sollten vielleicht Eile walten lassen, Verstärkung wird auf dem Weg sein. Ja, lasst uns aber mal schauen, ob wir den drei hier nicht irgendwelche Waffen in die Hand drücken können. Sodass sie sich selbst erwehren können. Die Gardisten haben ja Waffen und ich denke, sie können sich davon welche nehmen. Ja, ihr könnt die Zivilisten auf alle Fälle ausstatten. Leider werdet ihr Priodan Schnitter nicht mehr in das Gefecht bekommen. Sein Bein ist, wie gesagt, verkrüppelt. Aber die Torwächterin Hitter, die wird auf alle Fälle kämpfen können. Ihr könnt ihr der auch dann ihre eigene Hellebarde wieder in die Hand drücken. Und der Bettler Alrik ist auch ziemlich alt, aber er wird sich dann mit einem reißenden Schwert zufrieden tun. Denn er hat früher laut seinen Aussagen im Ogerkrieg gekämpft, im Krieg der 1000 Oger. Guter Mann! Ich würde auf jeden Fall mal diesen Magierstab in Beschlag nehmen, weil weiß, was da drin steckt. Und auch mal gucken, dieser Offizier, ob der auch schon finsteren Sachen in seinen Taschen hat. Gut, ich guck gerade nochmal, was ich euch an Artefakten geben kann, die ich euch dann nach und nach zuschustere. Da bin ich gerade. Ich nehme die Abalone mit. Du nimmst beide Abalonen mit. Achso, das sind zwei, wir nehmen beide mit. Ja, zwei Stück mit drei Beinen, das ist wie gesagt ziemlich schwer. Ja, natürlich sind die schwer, aber das sind Schiffsgeschütze. Nehmen wir mit. Wenn er sie nicht tragen kann, nehme ich ihm eine ab. Er hat schon recht. Wir brauchen Waffen. Sind da irgendwelche Leutnamus-Symbole drauf eingraviert? Nein, das ist nicht. Woher die auch immer die haben, sowas werden wir nicht nochmal finden. Mendena nehme ich an. Prägung müsste irgendwo auf der Unterseite sein. Ein Geschenk aus Abelmirs Heimat. Gut, will da endlich mal jemand laufen und die Frau unter dem Torbogen hervorholen? Ja, ich habe diese Runde unterwegs. Genau, wir laufen dahin. Wie kommen diese Geräte hier hin? Ich nehme an, irgendjemand hat sie verkauft. Ich nehme an, Ceran hat sie an Galotte oder Asmodeus verkauft, wer immer diese Streitmacht auf die Beine gestellt hat und die haben ihre Leute damit ausgestattet. Ja, diese Sachen sind unverkäuflich normalerweise. So, ja, ich habe ein paar Artefakte für euch, die ich ganz cool finde. Gebt mir gerne mal. Ja, ist das. Brauche ich ein Odem? Wenn ihr wissen wollt, was es ist, brauche ich ein Odem. Ja, okay. Cool. Beziehungsweise. Das ist eigentlich sogar ein Analys, oder? Im Blick der Weberin kann ich nicht. Ich würde beides. Analys kann ich nicht, aber ich kann zumindest mit dem Odem sehen. Also grobe Richtung mit Odem. Also vor euch liegt eine Maske aus Leder mit einigen Bronzeverzierungen und arkanen Glyphen auf dieser. Die Maske formt einen Geierschnabel nach. Vielleicht so ein bisschen winsaltisch, diese ganz typischen Winsalter-Halbmasken. Dann findet ihr einen Hakendolch, der ziemlich rostig aussieht, an dem allerdings auch Glyphen und Gravuren alchemistischer Säuren zu erkennen sind. Und eine Kiste aus Blutulmenholz, die ungefähr handgroß ist, also so groß wie Elle und Speiche dann. Ja, ich würde mir die Kiste anschauen, weil das andere ist verhüttetes Metall, das interessiert mich nicht sehr.